Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute geht es um den Arkan Magier und da wollen wir uns einmal das Gear, die Verzauberung, die Skillung und Consumables anschauen und dann am Schluss gucken wir noch in den Fight an sich rein. Dann werde ich euch ein bisschen den Ablauf erklären bzw. auf die Fähigkeiten eingehen und euch das vielleicht den einen oder anderen Tipp geben können, wie ihr es am besten runterspielt. Als erstes würde ich sagen, schauen wir mal ins Gear rein. Ich habe mir wie bei den allermeisten anderen Klassen einfach wieder das MOP PvP-Gear gecraftet. Das hat den Vorteil, dass ihr einfach noch ein paar extra Sockel drauf habt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das auf Item Level 48 craften mit dem Mal des Handwerks Rang 4 oder wie es ich gemacht habe, auf Item Level 54 mit dem Handwerks Mal 5. Wenn ihr es auf 48 craftet, habt ihr noch den Vorteil, dass ihr alte Verzauberungen noch draufhauen könnt. Ist halt die Frage, ob sich das für euch lohnt, ob ihr da noch ein bisschen mehr Gold ausgeben wollt. Ich habe es jetzt einmal auf 54 gecraftet, da konnte ich dann zwar keine VZs drauf machen, habe aber vielleicht noch ein paar Stats mehr als auf den 48er Items. Ja, dann schauen wir mal an, was ich overall anhab. Also ich habe einmal crafted Kopf, Schultern, Brust, Hände, Gürtel, Hose und die Füße an. Dann auf dem Halslots habe ich hier Prydos genommen. Das ist ein altes Legendary, einfach weil es nochmal zusätzlich ein paar Stats mit drauf hat und einen Sockelslot. Dann haben wir einmal einen alten Legendary-Ring, auch einfach nur, weil er einen Sockel drauf hat. Ich habe mir einen aktuellen Juve-Ring noch aus dem Auktionshaus geholt. Der hat auch nochmal einen Sockelslot drauf. Auf dem Rücken und auf den Handgelenken ist es relativ egal, was ihr anhabt. Wobei ich letztens entdeckt habe, dass man tatsächlich aus der Ordenshalle auch nochmal ein Handgelenk Item Level 50 bekommt, das einen extra Sockelslot drauf hat. Eventuell für den einen oder anderen interessant. Wichtig ist bloß, dass ihr am besten einen Kopf habt, der einen Meta-Sockelslot hat. Das haben diese MOP-Crafted-Teile auf jeden Fall. Und ihr seht schon, ich habe hier einmal 3 Int plus 3% mehr Crit reingesockelt und auf den anderen Sockelslots habe ich überall 3 Intelligenz draufgesockelt. Das ist der blaue Sockel. Es gibt auch noch einen mit 4 Intelligenz, den ihr überall reinsockeln könnt. Den gab es aber tatsächlich hier auf dem Server nicht für einen halbwegs günstigen Preis. Deswegen habe ich mich für 3 Intelligenz entschieden. Zusätzlich gibt es hier noch verschiedene andere Sockel, die ihr einmal in das Gear reinsockeln könnt. Wie zum Beispiel hier Krakenauge der Intelligenz. Das hat 6 Int drauf. Und dann gibt es hier noch einen weiteren Leviat Auge der Intelligenz und der hat dann 7 Int drauf. Zu den Verzauberungen, ich habe ganz normal die Shadowlands-Verzauberung nur drauf, heißt Primärwert auf die Brust, Ausdauer, Lebensraub auf den Rücken. Ich habe hier Vielseitigkeit verzettet. Für den Arcan-Mage wäre ist Crit und Vielseitigkeit gleich, also da könnt ihr euch dementsprechend für beides entscheiden. Und dann habe ich himmlische Führung auf die Waffe. Wie gesagt, man könnte die anderen Teile auch noch verzaubern mit alten Verzauberungen. Aber dann müssten sie, wenn dann Stufe 50 oder drunter sein, dass ihr sie verzetten könnt. Da könntet ihr auch die MOP-Sachen auf Stufe 48 herstellen, um noch ein bisschen mehr über die Verzauberungen rauszuholen. Dann bei der Waffe habe ich auch nichts Besonderes. Einfach eine Shadowlands-Waffe, die ich mit dem Magier hier zur Hand hatte. So, die Trinkets. Ich habe mir einmal den Geistereisen-Drachling hergestellt. Der hat den Vorteil, dass ihr erstmal noch bestimmte Zahnradsockel draufhauen könnt. Ihr seht, die habe ich mit Int und Crit hier gesockelt, schlichtweg, weil ich das nochmal für eine andere Challenge benutzt habe. Und dann als zweites Trinket hier einmal verheerte Samenkapsel. Die ist relativ gut in der Challenge, denn wir haben 3 Gegner und mit der verheerten Samenkapsel können wir so eine kleine AE-Fläche placen. Die macht gar nicht schlecht Schaden tatsächlich. Die bekommen wir aus einem Legion Raid und zwar der Smaggrüne Albtraum. Aus NHC, HC, Mythic und LFR könnt ihr die holen und euch auch den Bonus-Scholl oben in Dalaran besorgen. So viel zum Gear an sich. Dann würde ich sagen, schauen wir mal die Skillung an. Ich habe einmal hier Amplikation gespielt. Ah ja. Amplifikation, so rum, dass ich es nur rausbringe. Dann fließende Energie, dann Rune der Kraft, Arkanes Echo, Zeitumlenkung, Arkane Kugel und viel zu stark. Das sind soweit die Talente, mit ich,
mit dem ich das gespielt habe. Dann schauen wir einmal rein, was wir für Consumables hatten. Ich habe einmal das BFA-Fläschchen genommen, großes Fläschchen der unendlichen Tiefen. Dann mit einem Schattenkernöl. Intelligenz haben wir an sich zum Buffen, also sprich brauchen wir keine Kriegsrolle. Dann haben wir eine Verstärkungsrune. Ich habe hier mit dem Versafood gespielt, einmal mit dem Trank der ungezügelten Wut. Und Drums brauchen wir auch keine, weil wir haben ja unser eigenes HT. Und dann haben wir den absybischen Heiltrank, um uns nochmal ein bisschen hochzuhalten. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir in den Kampf rein. Es gibt hier Tries, wo Leute den Kampf in 2 Minuten runtergespielt haben. Wenn man einen perfekten Start spielt, kann man theoretisch sich den Kampf sehr, sehr einfach machen. Ich bin kein Main-Arcan-Magier, ich habe den Start nicht perfekt gespielt. Ist vielleicht besser für euch, weil ich kann euch den Fight jetzt länger zeigen und mehr auf die Fähigkeiten eingehen. Falls es bei euch auch so ist und ihr den Boss am Anfang nicht wegbursten könnt, dann müsst ihr den Fight ein bisschen länger spielen, ist aber auch kein Problem. Kurze Erklärung, beziehungsweise wir starten gleich rein. Ich würde sagen, ich zeige euch kurz noch ein, zwei Makrosachen, die ich mir gemacht habe. Und zwar habe ich mir erstmal ein Root-Makro gemacht, Show Tooltip und dann slash Stop Casting, Cast at Boss 3, verlangsamen. Wir haben nämlich einen Boss, den wir am besten slowen können, das ist in dem Fall Boss 3. Und dann haben wir einen, den wir zwischenzeitlich schieben müssen, um einen Zauber zu unterbrechen. Werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Selbes Makro, bloß Cast Boss 1 und dann die Verwandlung. Ich habe mir dann noch einen CD-Makro gebastelt. Und man weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier finde. Das habe ich einfach CDs genannt. Tja. Da haben wir es. Da habe ich dann einfach die Arkane Macht und Berührung der Magie drauf gebindet. Ob ihr das braucht, ist eure Sache. Ich habe mir auch für die Rune noch ein Makro gemacht mit HT und Import. Das hat tatsächlich nicht funktioniert. Die habe ich manuell dann quasi gedrückt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und ich versuche euch so ein bisschen zu erklären, wie ich den Start gespielt habe. Am Anfang palabern die wieder so ein bisschen und ihr seht, wir haben 3 Gegner. Und diese 3 Gegner haben quasi einen gemeinsamen Lebenspool. Also wenn ihr einen DPS, DPS ihr die anderen auch. Die sterben aber nicht alle gleichzeitig, das werdet ihr gleich sehen. Am besten stellt ihr euch ganz hier in die Ecke. Ich war jetzt hier ein bisschen zu weit vorne gestanden. Und am Anfang könnt ihr ruhig euren Pot ziehen, ihr könnt HC ziehen und am besten die Rune precasten. Dann hauen wir die Orb rein und wir silenzen den Caster. Ne? Also der castet was, wir silenzen ihn, dann läuft er ran. Dann stehen die nämlich alle beieinander. Optimalerweise stellt ihr euch hier hin, dann stehen die wirklich komplett zusammen, weil der ist ein Melee, der Siegerin. Der andere hier ist zwar eigentlich auch ein Melee, aber der wirft halt so komische Äxte rum, deswegen kommt er manchmal halt auch nicht her. Und den Caster, der bleibt halt so lange stehen, bis man ihn einmal interruptet, dann läuft er halt auch her. Ja? Also wenn ihr ganz hier in der Ecke steht, könnt ihr alle 3 zusammenkriegen und dann könnt ihr sie ganz gut wegerehen. Ja? Also sprich, wir ziehen HT, Port am Anfang, Pre-Rune, dann hauen wir die Arkane Kugel drauf. Und jetzt interrupten wir den Caster, sobald der in Combat ist. Und dann laufen sie alle schön zusammen. Und sobald die zusammenstehen, casten wir einfach nur den Arkanschlag. Ja? Der wird durchgespammt. Und dann gibt es so einen Freizauberzustand. Und zwar, Freizauber heißt der. Und den wollen wir bei Möglichkeit auf 3 stacken. Und sobald wir den auf 3 gestackt haben, können wir mit den Arkanen Geschossen durchziehen. Wollen aber, bevor wir die Arkane Geschosse durchziehen, einmal Berührung der Magie ziehen. Und unseren anderen CD, jetzt weiß ich gar nicht, wie der genau heißt, genau die Arkane Macht, dass wir da noch ein bisschen mehr Schaden haben. Da placen wir dann auch nochmal eine Rune und dann können wir richtig durchziehen. Wenn das bei euch gut läuft, ne, also mit diesen Freizauber-Stacks ist es halt ein bisschen random, das ist ein bisschen Glückssache. Ich habe ein Video gesehen, wo einer meinte, wenn man nicht die 3 Stacks hat, kann man rausliefern und das neu machen, weil man einfach durch diesen Startburst so viel rausholt. Ich habe es einfach weitergespielt, da muss man den Kampf einen Ticken länger spielen, das geht auch tatsächlich. Also ihr seht, ich habe dann auch noch meine Voltfläche reingehauen, der steht so mit einem Fuß drin, ich weiß gar nicht, ob das gepasst hat. Und jetzt decke ich hier meine Zauber hoch, ja. Das hat jetzt bei mir auch schon wieder viel zu lange gedauert, weil ich kein Glück hatte, habe 3 Stacks, ziehe meine CDs und jetzt quasi laser ich richtig rein. Jetzt kann ich mich hier reinerehen und zwar, wie gesagt, können wir, sobald wir die Stacks haben und die CDs gezogen haben, mit den Arkanen geschossen, ordentlicher E-Schaden machen.
Ja, ihr seht schon, bei mir hat das zu lange gedauert. Jetzt sind die schon ein bisschen auseinander, die Mobs, und ich wurde ziemlich runtergehauen. Wenn ihr das gut hinkriegt am Anfang, ja, und die vielleicht ganz in die Ecke gezielt kriegt, dann schafft ihr es, die Bosse schon auf etwa 50% Leben runterzuschießen, ja, ohne dass ihr schon weglaufen müsst oder großartig andere Sachen machen müsst. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auf ein paar Fähigkeiten ein. Die erste Fähigkeit, die ihr schon seht, ist hier Slow, und zwar unser Melee-Mob, dieser Jarl. Der verfolgt uns und hat einen Buff drauf, dass er mehr Schaden verursacht. Der wird zwar, ist zwar allgemein ein bisschen slower dann, aber er läuft uns nach, und wenn er uns erwischt, haut er relativ viel Schaden raus. Das wollt ihr auf jeden Fall vermeiden. Hält so 20 Sekunden, er hat dann auch so einen Effekt drauf. Da wollt ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr den, wenn dann in die Frostnova packt oder den Slow auf ihn draufhaut, dass er einfach nicht an euch rankommt. Dann die nächste Fähigkeit, die ihr seht, sind diese Runen, ja. Es spawnen immer insgesamt 3 Runen, die sind relativ mittig, und die müssen gesaugt werden. Ja, wenn ihr die nicht saugt, dann gehen die hoch und hauen euch 100%, vielleicht 95% eures Lebens weg. Also wenn ihr nicht komplett getoppt seid und eventuell euer Schild noch habt, seid ihr auf jeden Fall tot. Die müsst ihr saugen, das hilft leider alles nichts. Die Geschichte ist, es gibt immer eine kleine, eine mittlere und eine große, und diese werden immer kleiner, und wenn sie ganz klein werden, gehen sie hoch. Heißt, ihr müsst als erstes die kleine saugen, dann die mittlere und dann die große, oder wenn ihr genau neben einer steht, ist es auch egal, könnt ihr auch erst die große saugen, aber ihr müsst so schnell wie möglich zu der kleinsten hin, weil die läuft halt als erstes aus und geht halt hoch, und da müsst ihr halt dann ein bisschen gucken. Dann die nächste Fähigkeit, die wir haben, sind diese Valkyren, die spawnen. Und diese Valkyren, die spawnen, haben immer eine Lücke zwischendurch, und ihr müsst euch in die Lücke reinstellen. Ja? Wenn ihr das nicht tut, dann fliegen die über euch drüber, macht genauso viel Schaden wie die Valkyren. Ja, wenn dann one-shottet es euch gleich, oder ihr habt noch 2-3% Leben, wenn ihr komplett voll seid. Ja? Dann haben wir einen Cast von Sigrin, habt ihr gerade gesehen. Dieser Cast muss auf jeden Fall interrupted werden. Ihr habt 2 Optionen. Wenn ihr in dem Cast den Boss interrupted, das könnt ihr als Magier tatsächlich nur mit dem Schieb, dann ist die Sache gut, dann ist der Cast interrupted, es passiert gar nichts. Wenn der Cast durchkommt, dann kriegt der Boss einen Buff drauf, der pulsierenden AE-Schaden macht, und der ratzt euch innerhalb von wenigen Sekunden weg. Wenn der Mob aber im CC ist, während er den Buff drauf hat, kommt dieser AE-Schaden nicht. Heißt, wenn ihr es verkackt habt, quasi ihn schnell genug zu interrupten, müsst ihr ihn im CC lassen und dürft ihn nicht raushauen, bevor der Buff nicht ausgelaufen ist. Wenn ihr das nämlich macht, dann habt ihr das Problem, dass der Boss danach trotzdem seiner E-Schaden weiter channelt, bis der Buff halt ausgelaufen ist. Die nächste Fähigkeit, die ihr hier seht, sind diese kleinen Orbs. Die sind tatsächlich positiv für uns, und zwar sind es Heilorbs. Wenn ihr da reinlauft, werdet ihr geheilt. Die sind aber nicht sonderlich lang da. Also die verschwinden nach ein paar Sekunden wieder. Wenn ihr einiges an Leben verloren habt, solltet ihr die halbwegs zügig einsammeln. Hier seht ihr, jetzt haben wir wieder die Runen, die müssen wir einmal quasi wieder aufsaugen. Dann haben wir noch diese grünen Flächen. Da solltet ihr einfach rausgehen, die werden an eurer Stelle platziert. Dann haben wir noch eine Fähigkeit von unserem Caster-Boss, und zwar haut er sich selber ein Schild drauf und channelt einen relativ langen Cast. Wenn er das macht, müsst ihr das Schild aufhauen, und sobald das Schild aufgehauen ist, könnt ihr den Cast interrupten. Dann haben wir von unserem Axt-Typen noch eine Fähigkeit, wo er hier sein Wirbeln anfängt. Wenn ihr in diesem Kreis drin steht, dann kriegt ihr relativ gut Schaden, ihr müsst da halt gegenlaufen, es zieht euch ran. Ihr könnt ihn theoretisch auch CC'en, dann hört er damit auf, also theoretisch könntet ihr auch einen Schieb wahrscheinlich draufhauen, um ihn damit quasi zu interrupten. Zumindest bei meinen anderen Chars hat es geklappt mit dem Stun. Ich habe mir aber lieber das Schieb-Makro gemacht, dass ich wirklich nur Sigrin schiebe, dass ich dass ich nicht ins Target nehmen muss, sondern instant das Makro drücken kann und gut ist, und bin dann da einfach gegengelaufen. Wir haben ja als Magier einige Möglichkeiten, quasi da im Casten Schaden zu verursachen. Benutzt euer Schild öfter, als ich das getan habe, setzt euren Heiltrank ein, und immer wenn quasi hier unser Jarl seinen Damage-Buff drauf habt, guckt, dass ihr ihn in die Frostnova packt, dass ihr ein bisschen wegkommt davon. Ihr seht, hier haben wir gerade wieder Wissen der Ahnen, heißt dieser Cast von dem Mage. Den müsst ihr halt runter DPSen und dann interrupten.
interruptet ihn am besten erst, wenn er kurz vorm Durchgehen ist, dann castet er derweil keine normalen Zauber und ihr kriegt einfach ein bisschen weniger Schaden, ja. Das so als kleiner Vorteil. So, und ihr seht schon, die kriegen zwar alle geteilten Schaden, aber nicht gleichmäßig. Unser Jarl stirbt jetzt gleich und Ziel ist es quasi, den Runenseher, das ist der Caster, auf 7% runterzuhauen und Sigrin auf 20%. Auf weniger DPS ist egal, wie gesagt, sie haben Shared Life. Jetzt hier am Ende ist es wichtig zu wissen, dass er hier die ganze Zeit sein Schild durchzieht. Da braucht ihr dann eigentlich keinen Schaden mehr auf ihn zu machen, wenn ihr ihn auf 11-12% habt, sondern nur noch auf dem Sigrin, weil er hat so einen kleinen Soft-Enrage und er wird einfach immer wieder sein Schild casten. Quasi haut das Schild runter, interruptet ihn und sofort macht er wieder das Schild. Und der Schildschaden wird ja nicht geteilt, sondern dann müsst ihr auf Sigrin draufhauen, sonst DPSst ihr immer wieder ins Leere quasi auf ihn. Also am Ende switchen auf jeden Fall auf Sigrin. Ihr könnt auch theoretisch die ganze Zeit auf Sigrin durch DPSen. Ich habe es dann eher nicht gemacht, einfach weil ich den ja zwischendrin eh eine Weile wegschiebe. Dann bin ich auf dem Caster geblieben. Ja, aber das ist kann man machen, wie man mag tatsächlich. Gut, so viel dazu. Das waren jetzt soweit die Fähigkeiten, die verschiedenen Bosse haben. Ab und an haut unser Mili-Mob hier auch noch einen Vorstoß raus. Der kickt uns dann ein bisschen weg, ist ärgerlich. Vor allem dann, wenn ihr kurz vor einer Rune seid. Das ging mir ein, zwei Mal hier tatsächlich so. Ich laufe zur Rune, will sie gerade zocken. Der Typ chargt mich an, kickt mich ins Nirvana und die Rune geht hoch. Ne? Da muss man das ein bisschen einkalkulieren, mit den Runen nicht zu eng machen. Immer schön auf die Valkyren gucken. Den Cast von Sigrin einmal wegzuziehen und das Schild aufhauen, dann hat sich das eigentlich. Dem Jarl einfach ein bisschen rumkiten, wenn er mit seiner Berserkerwut ankommt und den Klingensturm halt ein bisschen outrangen. Mehr ist es nicht. Wenn ihr am Anfang das ein bisschen besser macht, wie ich mit dem DPSen, wie gesagt, könnt ihr den Boss auf tatsächlich 50% Leben schon mal runterkriegen. Den Jarl müsst ihr ja nur auf 20 bringen. Dementsprechend habt ihr dann schon einen riesen Teil vom Bosskampf weg und müsst hier auch nicht mehr lang die Mechanik spielen. Bei mir war es jetzt tatsächlich aus wahrscheinlich Proc-Unluck und Gimpigkeit der Fall, dass ich ein bisschen länger spielen muss, aber das ging auch. Ne? Also der Kampf ist relativ leicht mit dem Arkanmagier. Gut, das waren eigentlich soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.